Du willst, dass ich dir beweise, dass ich wirklich dein alter Freund bin, indem ich das koche? Digitales Piepsen. Sie hat keinen Ton drauf, sie kann doch piepsen und reden. Das ist ein schönes Gericht. Es klingt wie etwas, das ein kleines Kind für einen Roboter kochen würde. Ja, Roboterfisch. Ich denke, ich kann alle Zutaten finden und es für dich kochen. Jetzt, da ich Goofys Stand aufgebaut habe, kann ich bestimmt ein paar dieser Zutaten dort kaufen. Kann ich da rein? Nein. Er guckt schon. Aber er merkt, dass sie noch nicht richtig reden kann. Okay, lass uns mal gucken. Ich bin so glücklich. Ich habe ja extra über Wall-E ein Video gemacht. Das Video für Eve habe ich auch gemacht, ne? Oder habe ich das nicht gemacht? Ich wollte es machen, aber ich habe es... Nein, du hast nur zwei Videos über Wall-E gemacht, aber keins über Eve. Das muss ich noch machen. Freund am Haken. Ach Gott, jetzt ist es das Jahr. Ach Gott, oh Gott, ist das schön. Das ist ein Roboterfisch und das ist ein Freund. Mit weißen Haaren, so wie ich jetzt hab. Na komm, lass uns das Gericht machen. Rot soll man mitnehmen. Ich weiß jetzt schon, dass wir sehr gute Freunde werden. Wir sind schon lange gute Freunde. Ja, sie isst gerne Schokolade. Wow. Genau das, was wir brauchen. Okay, wir werden mal hier bei den Fischen gucken. Drei Stück habe ich da bloß, ne? Hm. Lass mich mal gucken. Komm, Wally. Bald ist Eve frei. Jetzt bin ich gespannt, unter was das läuft. Unter was? Hauptspeise? Ja, Hauptspeise eigentlich. Jetzt weiß ich nicht, wie es heißt. Ich muss mich am Bild orientieren. Das Bild ist aber so markant. A, B, C, D, E, F. Freund am Haken. Schnecke. Oh Gott, wie kann man Schnecken essen? Schnecken, dann hat man hier den Fisch. Dann haben wir hier den Sellerie und den Kümmel. Sehr schön. Okay, das allererste Mal. Schnecke, Fisch, Sellerie, Kümmel. Hier. Oh Gott, wie schön. Schnecken. Das ist das Schneckenfleisch. Um Gottes Willen. Ich habe selber vier Schnecken daheim, die momentan bei mir überwintern. Ich würde niemals eine Schnecke essen. Niemals. So. Dann gehen wir jetzt zu Eve. Komm, Wally, jetzt kommt der große Augenblick. Ich bin so gespannt. Ich weiß einfach, dass wir gute Freunde sind. Olaf ist da überall. Freunde Marken. Oh Gott, das ist so emotional. Aufgabe. Oh, wir haben das erste Mal ihre Stimme gehört. Es ist die gleiche Stimme. Ich weiß, dass du nichts isst, aber wenn du dieses Gericht mit deinem Scanner untersuchst, beweist es dir vielleicht, dass ich ein alter Freund bin. Mein Gott, die kann doch anhand der biometrischen Daten feststellen, dass ich das bin. Das sieht sie doch. Ja, ich bin groß geworden. Du bist von deiner Direktive entbunden, Eve. Ich übernehme jetzt die Sanduhr. Ich habe eine Brücke, die ich reparieren muss. Aber jetzt kannst du die Insel erkunden, so viel du willst. Hier, ja, Alter, hat die ganze Zeit dort gewartet.
Nimm die herrschaftliche Sanduhr. Oh, man sieht. Ich habe gedacht, das ist ein Tor. Wally, guck mal. Da ist deine Freundin. Okay, ich nehme mal die Verwandlung wieder weg. Ne, es läuft ja nicht über Oberteil, ne? Doch, das läuft über Oberteil. Was hatte ich denn an vorhin? Irgendwas Rotes. Hier, das hier, ne? Ja, dann ziehen wir mal. Nein, das Hemd hat man an. Das schöne Hemd. Oh, das geht. Oh, das geht auch. Das ist auch toll. Ich bin erwachsen geworden, Eve. Eve hat versprochen, die Sanduhr sicher zu verwahren, bis ich mit Merlin reden kann. Das sollte ich besser bald tun. Okay. Aufgabe. Oh Gott, wie schön. Oh mein Gott. Ich kann die leveln. Möchtest du über etwas reden? Wally! Möchtest du über Wally reden? Er ist bezaubert. Ja, schauen wir mal, ob wir sie leveln können. Was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht. Einen Peridot. Was ist das hier? Ein grünblühender Bartfaden und eine Kakaobohne. Okay. Okay. Auf einzigste, okay. Ich habe was. Okay, dann gehen wir hier mal raus. Das lasse ich hier stehen als Erinnerung. Ich werde wahrscheinlich auch die Eisendinger hier, die großen Kupferstücke hier stehen lassen als Erinnerung. Wally, das ist deine Freundin. Guck mal, du kannst mit ihr unterhalten. Oh mein Gott, was für ein wahnsinniger Augenblick, der nie wieder kommen wird. Also gut, erhebender Moment. Das muss man schon irgendwie genießen, weil das kommt nur einmal vor. Wally, er guckt zu Eve hier, seine Freundin. So, jetzt komm, Wally. Jetzt komm hier, jetzt wird los. Wow. Zeitveränderung. Die Sanduhr. Nutze Tab für das Werkzeugrad und wähle die Sanduhr aus. Du kannst auch die Taste 7 verwenden. Benutze die Sanduhr, um Artefakte zu finden, die in der ganzen Zeit verloren gegangen sind. Das ist so mindblowing. Okay, cool. Sehr schön. Komm, Wally. Also gut. Komm, Wally, jetzt müssen wir zurück. Und die Sachen holen. Damit wir, damit wir Eve auf die 2 kriegen. Ich werde sie dann auch, leveln. Damit ich sie relativ schnell auf 10 habe. Anna wieder. Ja, die Roden muss man mitnehmen. Die Roden muss man, die Blauen muss man mitnehmen, ganz klar. Weil das sind die wichtigen Sachen. Okay, so, dann gehen wir mal zurück. Komm, Wally! Wally? Hier, Lucky ist auch da. Dann haben wir die nämlich schon mal auf der 2.
Da können wir auch gleich Folgendes machen. Die Morgenflut ruft nach mir. Wir schauen mal, was er haben will. Dieses Valley ist so freundlich wie eine Umarmung. Das ist Eve. Das ist Wally. Einmal Jade, einmal Vanille und einmal rosa leuchtende Blume. Wir haben nämlich gleichzeitig noch den Star-Pfad, den Sternenpfad. Und da haben wir momentan begeistere einen Roboter mit seinen Lieblingsgeschenken. Oh, okay, weil es noch nicht... Habe ich hier schon ein Geschenk gegeben? Nein, da müssen wir gucken, wer das ist. Da müssen wir schauen, ob wer das ist. Okay, wir gehen mal zurück. Ich weiß nicht. Das kann ich ja hier nicht machen, ne? Ich kann ja hier nie... Siehst du? Schnelle Fortbewegung mit T. Ja, so geht das, ne? Königreiche, Tal. Und da kann ich hier sogar in die friedliche Wiese reingehen. Ganz toll. Bisschen umständlich mit dem T. Weil dann komme ich nicht in der, im Schloss raus. In diesen Hafenbereich. Sondern ich komme dann direkt auf der Wiese raus. Wow, ich habe das so selten verwendet. So. Wally, er versteckt sich hinter der Blume. Guck mal. Ist das nicht schön? Komm. Okay, dann lass uns mal zu unseren Schätzen gehen. Später spielen, später. Nein, jetzt geht's nicht. Ich bin live oder beziehungsweise hier auf Aufnahme. Tut mir leid. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Schauen wir mal. Da, da, da. Das ist neu, neu, neu. Das können wir alles wegtun. Das ist natürlich jetzt doof, dass man da nicht getrennte Kisten hat, ne? Ja, dann lass es. Ja, dann machen wir oben nur die Sachen hin für Eve. Also, ich brauche eine rosa leuchtende Blume. Was könnte das sein? Die hier? Rosa, die hier? Rosa Hortensie. Wir tun die mal sortieren. Rosafarbene. Was war das? Blume. So heißt das? Es gibt keine rosa leuchtende Blume. Oder meinen Sie einfach irgendeine? Ne, das ist eine. Weiß ich nicht. Heißt die Blume so oder soll sie einfach nur rosa sein? So, dann brauchen wir eine. Ach, das ist für Wally. Grünblühender Bartfaden. Das ist der hier. Der war immer sehr selten. Kakaobohne und grüner Peridot. Kakaobohne brauchen wir. Komm, Wally. Kakaobohnen. So, das ist Eve. Da muss ich mir jetzt erst dran gewöhnen. Grüner Peridot. Dann grüner Bartfaden, Kakaobohne. Vanille. Gehen wir mal hierher. Vanille haben wir hier. Rosa leuchtende Blume und Jade. Jade? Keine Ahnung. Ich habe keine Jade. Tut mir leid, kann ich nicht mit dienen. Weiß ich nicht, was das sein soll. Okay, dann geben wir jetzt mal Wally die Geschenke. Müssen wir halt warten. Und dann schauen wir mal, ob das zählt. Also Jade habe ich nicht, Vanille habe ich.